Die Jungs aus Sondheim bauen seit 1991 diese Trikes. Beherzt sind sie damals in eine Nische geprescht und das mit Erfolg. Denn heute sind sie Weltmarktführer mit ihrer Trike-Manufaktur. Was für ein Gefühl, das ist schon cool, mit so einem Trike hier durch Sondheim zu brausen. Sie sehen ja, das ist sowas zwischen Motorrad und Auto. Und es macht schon riesig Spaß. Hat Ihnen gefallen? Ja, super. Das ist übrigens einer der Chefs, denn diese Trikes werden hier in Sondheim produziert. Und das schon seit 25 Jahren, seit ja, über 25 Jahren. Was macht Ihnen da jetzt so Spaß mit denen? Es ist so ein Gefühl wie Motorradfahren. Ich war ja früher Motorradfahrer. Ist ähnlich, es ist aber viel bequemer. In den 90er Jahren gab es Trikes als Bausatz, erzählt Hermann Böhm. Doch als Mechanikermeister wollte er das perfektionieren, zusammen mit seinem Freund. Also so sah Ihre Werkstatt früher aus? Ja, genau so sah unsere Werkstatt aus. Links der Gabelstapler, dann der alte Käfer und mittendrin der Hermann. Der Hermann. Und Sie haben diese Käfer ausgeschlachtet? Ja, ich habe die komplett zerlegt mit Flex und Schneidbrenner, wurde die komplette Hinterachse rausgeschnitten, zerlegt und wieder aufgearbeitet. Ja, das heißt, hier in dem ersten Trike ist auch noch ein Käfermotor drin. Ja, hier drin. Ist ein Käfermotor drin. Tatsächlich? Ja. Mhm. Das heißt, die komplette Hinterachse ist vom Käfer. Die komplette Hinterachse? Ja. Das heißt, von wo bis wo? Das geht hier los. Mhm. Über die ganzen Achsteile, Getriebe, Anlasser, alles komplett Käfer. Das ist ein Käfer. Das war wahrscheinlich ein Hochgefühl, als Sie auf Ihr erstes Trike aufgestiegen sind, oder? Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war ein super Gefühl. Ja, das wollen erste, Sie mal? Setzen Sie sich mal nochmal drauf. Vielleicht fühlt sich das dann nochmal an wie damals. Wie damals. Und, wie damals. Und wie damals wird noch alles in Handarbeit zusammengeschraubt. Kosten für ein Trike rund 30.000 Euro, erzählt Wolfgang Merkle. Er selbst hat Fahrzeugbau studiert. Wie viele Trikes haben Sie denn schon hergestellt, insgesamt? Insgesamt kann man sagen 10.000 Stück. 10.000? Ja. Ungefähr die Hälfte davon fährt heute in Europa und Übersee. Und wie viele in Sondheim? Eigentlich nur die der Chefs. Erstaunlich, oder? Dass die Sondheimer da noch kein Feuer gefangen haben, wundert mich ja. Ja, mich auch. Ja, das Trike-Geschäft, da muss man schon ein richtiger Fan dafür sein. Ist doch teurer, wesentlich teurer wie ein Motorrad. Mhm. Und es ist eine spezielle Nische. Es ist also etwas für Spezialisten. Und wir machen eine Ausfahrt in schöne Donaumoos. Vor den Toren von Sondheim. Die Gemeinde grenzt übrigens an Bayern. Sie leben ja hier an der bayerischen Grenze. Hier ist Sondheim und ein Stückchen weiter, da kommt dann schon Bechingen. Das ist schon in Bayern. Wie ist denn das Lebensgefühl, so an der Grenze zu wohnen? Ja, das ist eigentlich okay. Also man merkt nicht, dass man an der Grenze wohnt. Ist heute unproblematisch. Wir haben auch Freunde aus Bayern. Mhm. Früher gab es mal so vor 80 Jahren ungefähr einen Häckelkrieg. Da haben die an der Grenze Legenden zufolge Steiner aufeinander geschmissen. Aber die Probleme gibt es heute nicht mehr. Und wo fühlen Sie sich jetzt eher hingezogen? Dann Richtung Bayern und München oder Richtung Württemberg? Ich bin ein geborener Sondheimer und natürlich nach Sondheim und Württemberg. Aber wir fühlen uns wohl hier in Sondheim. Wir haben die Freunde, die ländliche Ruhe. Also uns gefällt es gut. Und es gibt eben auch herrliche Strecken zum Triken.